Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dowell. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control over you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it, and if you saw anything worrying. Guten Abend, guten Tag oder guten Weiß der Geier, wann du dieses Video schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Rise of Insanity. Und ja, wir sind anscheinend gerade mitten in einer Therapie und mussten uns gerade ein Video ansehen, was mich sehr verstört hat. Also die Kohlmeise, die da zu sehen war, ging gar nicht. Gar nicht. So, quatsch mal nicht lange rum. Wir starten. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Ja, schön. Sind wir Edward? Eduardo? Verdext. Patient Edward. Erstens Befragung, zweitens erste Diagnose, drittens Neutherapie testen, viertens auf das Ergebnis warten. Ja, das ist jetzt nicht so hilfreich, wie man denken mag. Aber wir schauen mal. So. The Breed and Birds Taxidermy. Okay. Geflügelzucht und Reproduktion von Richard Birdman. Das ist wie passend. Zu deinem 7. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Steven. Papa. Alles klar. Das Spiel kam jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren raus. Und, ja, man hat den Tisch so voll irgendwie und jetzt kann ich es endlich testen. Ich habe schon lange so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Irgendwie habe ich extra auch versucht, nicht irgendwie spoilern zu lassen. Und bin wirklich echt überrascht. Die Grafik sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und die Atmosphäre, die dieses Spiels hat, finde ich auch schon sehr cool. Dazu erinnert sich mich so ganz leicht so ein bisschen, ganz entfernt an Lies of Fear. Und wir sind irgendwo in einem Anwesen. Ein Spielzeugauto. Ich weiß jetzt nicht, ist das politisch korrekt? Ist der Fahrer politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Ist das der schwarze Blitz oder was? Naja. Dr. Dowell beginnt seine neue experimentelle Behandlungsmethode. Tja, gigantisch großes Heft.
bestehend aus einer Überschrift. Okay. So, do not cross crime scene. Ui, hier ist irgendwas passiert. Aber was? Das, was jetzt, ich sag mal, das Cover so ein bisschen vermuten lässt, es handelt sich um Vögel irgendwie. Oder irgendwie ist auf jeden Fall, sind Vögel ein wichtiger Bestandteil dieses Horrorspiels. Und, ja. Mal schauen, wie das hier irgendwie angeflochten ist. Kann man keinen Plan. Oh Gott. Oh Gott, wer kommt denn auf die Idee zu sagen, das ist doch mal ein schönes Bild, das hänge ich mir genau in den Eingang. Weil es so schön ist. Oh, Alter, und die Zähne, Alter, wie Maiskörner. Ich könnte. Also, ist halt widerlich. The family's tragedy. A mother and child were murdered. And the violator was. Oh je. Oh nein. Oh je. Hier ist anscheinend viel irgendwie passiert worden. Ich hoffe. Oh Gott, Alter, was ist denn los? Ist in jedem Zimmer irgendwas stattgefunden hier? Oh Gott. So, haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Nee. Was zum Lesen? Sehr gerne, Frau Daube. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie mir freie Hand über einen Teil des Gartens gelassen haben. Daher habe ich mich entschieden, dort Dahlien zu pflanzen, die gut zu den Waldreben passen. Ich habe alles mit weißem Mohn umgeben. Es wird Ihnen gefallen, Edward. Es wird Ihnen gefallen, Edward? Oder? Ja, eigentlich, es wird Ihnen gefallen, Edward. Nicht, es wird Ihnen gefallen. Edward, bin ich jetzt der Gärtner? Bin ich Edward? Na, who knows. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Es ist tatsächlich etwas düster. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ich sitze ja hier immer so ein bisschen im Flutlicht. Damit der Benny nicht meckert und ich gut ausgeleuchtet bin. So, die Küche. Ach, eine schöne Küche. Schön. Schön. Honey, please turn off the TV. It's gonna be stormy. Ja, denn wir dürfen bei hier Wetter nicht den Fernseher anlassen. Schatz, vergiss nicht, dass du heute Dienst hast. Okay. So, okay, ich mach erstmal den Fernseher aus. Ich hab ausgemacht, Schatz. Ich hab ausgemacht. Wie ist denn gerade dein Phone? Auf Arbeit ein Nickerchen gemacht oder was? Boah, ein schönes Bild da oben. Mhm, so, so. Es steht noch nicht fest, bitte kommen Sie in die Leichenhalle. Oh, schön, um bei der Identifizierung zu helfen. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor, and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Wir müssen anscheinend Abraham fragen. So, lieber Abraham, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Mir fehlen durch meine Familie und meine Arbeit einfach die Zeit. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie geht es deiner Frau Bertha? Ich habe hier einen Fall mit einem Patienten, Edward, verwischt, 41 Jahre. Er sagt, er hätte sowohl Schlafprobleme als auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich habe kleine Ticks beobachtet. Manchmal zuckt er abrupt mit dem linken kleinen Finger. Er hat mir von seinem Albtraum erzählt, der ihn beschäftigte. Es ist der einzige Traum, an den er sich erinnert. Er sagt, er versucht dort seine Frau und sein Kind zu töten. Dazu kommt es jedoch nie, da er stets vorher aufwacht. Seltsam ist, dass Edward ein Junggeselle ohne Kinder ist. Was hältst du davon? Meiner Meinung nach ist dies der Anfang einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung. Aber du hast mehr Erfahrung in der Psychologie. Mit besten Grüßen, Stephen Dowell. Okay, also wir sind nicht Edward, wir sind Stephen. Gut, was heißt jetzt wohl, wir sollen jetzt in die Leichenhalle oder was? Oh Gott.
Was ist denn die Leichenhalle? Das sah gerade aus wie eine Leichenhalle, aber wird doch jetzt hier nicht so prominent von der Eingangshalle abgehen. Von hier? Was ist das? 500 Gramm Butter? Oh. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Ganz toll. Ach, ich weiß nicht, muss man sowas beim Augenarzt so irgendwie... Oh Gott. Muss man doch nicht so hinhängen. Hier zugerempelt bis unter Dach. Okay, und wir können... Block B. Nächste Etage. Schöner Fahrstuhl. Sieht ein bisschen, fast ein bisschen comic-mäßig aus, gerade die Grafik. Borderlands-Style. Obwohl man wirklich sagen muss, die Grafik sieht echt wirklich toll aus irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Hallo, gibt's denn hier irgendwo einen Lichtschalter? Oh, da war da. Oh, die Quietsche-Ente. Und ein Vogel. Hm. Was hat das nur mit den Vögeln hier auf sich? Still ist nie gut. Still ist nie gut. Okay. Leute, Mann, ihr könnt doch die scheiß fucking Krankenhäuser nicht so aussehen lassen, Alter. Oder Arztpraxen oder wo wir immer sind. Oh, ein Rohrschachttest. Schön. Also, ich sag mal, ich sehe da einen Vogel drin. Von oben. Und ihr? Was seht ihr? Oh, ne Lok. Blaine is a pain. So, okay. A key to her... Achso, ein Schlüssel zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise begann. Okay, in meinem Büro oder was? Oh, okay, Zahlenschluss. Das heißt, ich soll in mein Büro zurück, oder was? Da, wo meine Reise begann. Toll. Nein, und ich hab den Ben nicht dabei. Nein, 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 das sollte mich jetzt nicht oh, bitte lass das. Spiel nicht die ganze Zeit so gehen, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hey, hey, hey. Freundchen, Freundchen. So ein automatischer Türöffner muss jetzt... Oh, okay. Ich kann so ein bisschen von der Kleiderstelle erschrocken. So, was haben wir hier? Wer hat alle meine Sachen geklaut? Sehkraft prüfen. Zimmer 6. Aha. Gut. Mach ich das mal. Prüfe ich mal meine Sehkraft. Hallo? Ah, schau mal hier. 629. 629. Das probieren wir mal aus. 629. Ja, schon nicht so groß hier, Alter. Ey. Bitte, 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 ich möchte doch nur eine Taschenlampe, ein Feuerzeug oder einen Lichtschalter.
So. Ist jetzt noch die letzte Lampe aus? Schön. Schön. 6, 2, 9. Und finster wie ein Bärenarsch hier. Geil. Ganz geil. So, wir sind in der Leichenhalle. Weniger schön. Alter, was ist denn los? Oh, ey. Also wenn das Spiel die ganze Zeit durchhält, halt, tickt das nicht lange aus hier. Keine Ähnlichkeit. Das sehen wir jetzt an den Zahnabdrücken da oben, oder wie, oder wie? Wo ist er hin? Mann, nee, Alter, nee. Nee. Ich kann nicht springen und nicht. Oh, Alter, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Was? Rabe schaut noch nicht, soll mit der Maus rumwackeln? Ah! Ach du Scheiße, ich fliege? Okay, okay, cool, cool, cool. Habe oder was, dann fliege jetzt hier. Ist unheimlich laut. Ist unheimlich laut. Oh, see the light. Fliege ins Licht. What? What? Honey, gain control over him, please. What? What ist denn? What? Wo? What? 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 Wo? Warum? Grafianisch. Wo bin ich denn? Wann bin ich? Und wie viele bin ich? Oh, toll. Aber es ist eine tolle Atmosphäre. So, also. Schön. Auf eine morbide und äußerst verstörende Art und Weise. So, ist denn hier vorne im Gewächshaus noch Platz? Ein Kinderschrein? Ja, ist mir egal. Kannst du weinen, wie du willst. Da bin ich hart. So, okay, das Spiel lässt uns auch nichts anderes. Also lässt uns auch nicht die andere Möglichkeit, jetzt hier mal irgendwie querfeld einzulaufen. Okay, er bullet ein bisschen nach hinten. Wahrscheinlich will er nur ein paar schöne Pflanzen pflanzen. Macht man halt so. Das ist hier Tradition in der Ecke. Sag auch. Auch selber geduckt. Also in VR möchte ich das jetzt hier nicht spielen. Das muss ja bestimmt ganz grässlich sein. Ich sehe nicht so richtig, das ist alles so duster hier. Okay, ich habe einen Schlüssel mit einem Vogelkopf. Was hat das nur mit den Vögeln auf sich? Können wir noch was finden? Hidden Objects. Ein Secret. Ein Collectible. Was, oh, was ist das? Schön, diese Quietscheente. Sollen wir die Quietscheenten finden? Sind die Quietscheenten Collectibles? Kriegen wir danach eine Quietscheenten-Kostüm-Mütze oder irgend so was? Okay. Dann gehen wir mal zurück und... Oh! Oh Gott, Alter, ey.
Oh Mann. Wo ist Benny? Den mal brauche ich hier. Also die Jumpscares sind schon mal echt heftig hier irgendwie. Also das ist... Ja, also leg doch einfach hier in das Zimmer, wo ein Kind weint. Tja, kein Problem. Daddy, play with me. Klar, unheimliches Kind. Natürlich spiele ich gerne mit dir. Wo bist du denn? Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ja, ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susan, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren oder nicht einfach zu dir kommt? Was? Der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Eddie. Klar, hat mich auch letztens erst gefragt. Sterbeurkunde. Name des verstorbenen Theodor... Oh, was? Theodor Doble. Alter 7. Nicht schlecht. Männlich. Todesursache. Erdrosselung? Unser Sohn? Erdrosselt? Was? Play with me, Daddy. Na toll. Daddy, why did you allow him? Ich hab ihm ja nicht erlaubt. Ich habe gesagt, er darf nicht Fernsehen gucken und darf auch nicht die Süßigkeiten essen. Mann, ich sehe hier nichts. In dem Cannabisfeld hier. Soll ich jetzt hier? Ich kann auch den Ball nicht nehmen. Sohn, wo bist du? Theodor? Bei 3 bist du jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht so richtig verorten, wo es klingelt, aber natürlich Daddy. Hier. Daddy! He's here! He's back! Ist aber schön entsättigt jetzt hier alles. Wunderbar. So, hier haben wir ein schönes Bild. Vögel, ein Ball, schwarze Figur und ein Baum. Sehen wir die schwarze Figur? A Sword von Theodor. Sieht cool aus. Schön. Schön gemacht. So. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seiner Zeichnung vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Ja. Attention, attention. Oh. Okay. Hier ist ein Schrank umgefallen, der ist nicht an der Wand verbohrt worden und verschraubt worden. Denn das Bild ist auch nicht ordnungsgemäß aufgehangen worden. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ja, wenn man es mal so gelesen und verstanden hat. Was? Sind wir gerade gestorben? Der von abgekackt gerade, oder? Moment. Ja, Bild ist noch dran. Fällt ab. Hä? Was war denn jetzt? Okay. Kann man machen. Nehmen wir jetzt das Schwert mit. Okay. Also, scheinbar sollen wir da nicht rein. Come whatever may. May. Ist das mal der gleiche Spruch, ja? Ich bin nicht überwunden hat. Ja. Geht mal hier hin. Schau vor hier hin.
eine Rose. Sehr geehrte Frau Daube, es freut mich sehr, dass Ihnen mein Blumenarrangement gefallen. Ich habe Ihre Bemerkungen und weitere Empfehlungen erhalten. Wie gefordert werde ich Rhododendren anpflanzen. Ich muss mit meinem Auto vor das Gewächshaus fahren, um die Setzlinge zu transportieren. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Edward. Hallo, bitte lass mich nicht durch einen Boden fallen. Hier fehlen Sicherungen. Ja, ich denke auch, dass ihm ein paar Sicherungen fehlen. Schön, ein Keller. Ach, toll. Toll. Und warum habe ich keine verdammte Taschenlampe? Alter, warum sind hier überall Ratten? Ach, hier cool, hier ist das Schild. Theodore. So, okay. Soll ich jetzt Sicherungen finden, oder was? So, was hat er hier die ganze Zeit mit den Vögeln? Und, was ist das hier, eine Folterkammer? Ah. Was soll denn das bitte für eine Scheiße sein? Also, entschuldige mal, aber hier macht man doch einfach, hier macht man doch einen Menschen, hier fixiert man doch einen Menschen, oder was? Das kann doch jetzt nicht einfach, nö, das ist eine ganz normale Druckerpresse, ein ganz moderne Ding. Was? Soll ich jetzt ein Blatt falten? Was? Werdet ihr daraus schlau? So ein Code? Links, rechts, oben, unten? Ah, Mann, 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 Mann. So, was haben wir noch? Gerümpel, Matratzen und Unsinn. Weiteren Unrat. Ist lustig, ich bin der Meinung, ich habe die Tür so schon mal von der Textur in einem anderen Spiel gesehen. Kann mich auch irren. Ach, schön, schön, schön. Da wieder so ein toller Altar. So, gucken wir uns mal. So, was sehe ich darin? Totenschädel. Also irgendwie so ein japanischen Totenschädel. Eine Spinne. Da fällt mir tatsächlich eine sehr coole Geschichte von einem Kumpel ein. Die fängt tatsächlich gar nicht mal so lustig an. Und er hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Arbeitsunfall. Und daraufhin eine sehr, sehr lange Rekonvaleszenzzeit. Einschließlich therapeutischer Betreuung. Und ihm wurde auch ein Rorschach-Test vorgelegt. Und er war dann irgendwann davon so gelangweilt, weil er so langatmig war, dass er beim letzten einfach gesagt hat, so aus Spaß, oh ja, der Tod. Hätte man nicht machen sollen. Plötzlich alle Alarme an Sirenen an bei der Therapeutin und die und nochmal 10 extra Stunden. Fand ich, ja, hat gerade mal so schön gepasst. Ja, hier, so sah der Schädel aus da unten. Asiatisch, nennen wir es asiatisch. Lieber Steven. Meine Frau, geht es gut, wie immer. Kommen wir zum Kern deines Falls. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall hatten. An dem Fall hast du damals mitgearbeitet. Wir sind überarbeitet, daher hast du es vielleicht vergessen. Ich glaube, du solltest deinen Patienten mit Hilfe von Suggestionen unterstützen, den Traum zu beenden. Hypnose ist eventuell zu intensiv, invasiv. Versuche ihn aus seiner Vergangenheit zu befragen und die traumatischen, geheimen Geschehnisse zu akzeptieren, kann ein guter Start sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Gruß, Abraham. Ja, das war eine nette Ape. So, hier haben wir was. Disturbing Effects. Beunruhigende Effekte bei neuer Behandlungsmethode. Die Behandlungsmethode von Dr. Stephen Dovell, mit der er schwere Geisteskrankheiten behandelt, basiert auf starken visuellen Reizen, mit denen seine Patienten konfrontiert werden. Dies zielt darauf ab, den Patienten in eine tiefe hypnotische Trance zu versetzen,
in der der Patient seine Ängste und geheimsten Gedanken entgegentritt. Die Ergebnisse dieser Behandlung waren jedoch höchst unerwartet. Nach den therapeutischen Sitzungen mit dem Filmen des Arztes stürzten die Patienten in Apathie, Depressionen und erlitten Epilepsieanfälle. Auch lange nach der Behandlung. Die Vereinigung der Psychologen beobachtete Dr. Stephen Dorwell ängstlich und sie planen, sich mit dem Erstellen dieser kontroversen Methode zu treffen. Was? Planen sich mit der Erstellung. Ja, okay, gut, alles klar. Und damit war es jetzt auch der Keller hier irgendwie. Warum war ich jetzt hier unten? Was hat mir das jetzt irgendwer gebracht? Ich hab auch kein Inventar und nicht. Geht mal wieder hoch. Außer, dass ich jetzt das Schreiben des guten Abraham gefunden habe. So, hier komme ich nicht hoch. Hier ist ja ein Schlecht. Hier darf ich nicht ins Schwarze. Hier ist auch nichts. Noten. Die bringen mir auch nichts. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ja, ich brauche anscheinend eine Lampe oder irgendwas. Irgendwas hellet. Ein Licht. But, woher nehmen? Mir fehlt eine Sicherung, ja. Eine Sicherung. Und die sollte doch normalerweise, sollte man die doch vielleicht im Keller finden. Also, wo das Werkzeug ist. Bei normalen Menschen. Nicht über ihm hier eine Folterkammer. So. Oh. Aha. Nicht so cool, Kumpels. Nicht so cool. Kann ich jetzt hier an den Rädchen drehen? Ah, alles klar. Jetzt macht das Ding hier auch Sinn. Gut. Mitte zusammen. Achso, nee, warte mal, die haben noch. Was ist denn hier zeigt, ne? Eureka! Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Why is this door closed? Who was this? So, vielleicht können wir jetzt da oben die Sicherung einsetzen. Ja, Leute. Flackerig, flackerig. Ob die mal hält? Und siehe da. Hey, na, alles klar? Wirklich ein sehr unheimliches Glosen draußen vor dem Fenster. Patient Edward 41. Taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet. And hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Ja, Kumpel, das musst du machen. So, hier haben wir noch Mama, Papa, ein Kind und dunkler Schatten. Toll. Seit Visage wissen wir ja, mit dunklen Schatten ist nicht zu spaßen.